Willkommen zurück zu Clash Quest hier mit mir, Free-to-Play. Wir schauen uns erstes wieder am Shop vorbei. Holen wieder die Gratis-Sachen ab, wie wir es ja immer machen. Und dann geht's in die Liga. Tag 5. Und gar nicht viel drumherum geredet, wir gehen rein. Okay, so. Ich hätte vielleicht direkt die Magier gesagt. So, was nun? Wir könnten die Packer nehmen. Dann wären wir nämlich das eine Gebäude oder sogar zwei Gebäude, die uns angreifen. Schon mal los. So. Ich würde natürlich gerne irgendwie die Kobolde auch für die Goldlager verwenden. Aber wir könnten uns das auch noch aufsparen. Wir können den mal zurückschicken. Dann haben wir eine größere Prinzen-Kombo. Dann schicken wir die mal rein. Okay, jetzt haben wir eine ordentliche Kobold-Kombo. Mit der gehen wir auch rein. Die haben ja auch das neue Item, was wir in der letzten Folge freigeschaltet haben. Da habt ihr es auch gerade gesehen, dass er doppelt angegriffen hat. Wir nehmen hier die drei Magier. Hier würde ich sagen, schicken wir die Prinzen rein. Zwei Rockets. So, und jetzt müssen wir gucken. Selbst die beiden Barbaren reichen nicht. Nehmen wir sie trotzdem und dann vielleicht noch einen Kobold hinterher. Perfekt. So, dann sind wir schon mal auf Stage 2. Hier nehmen wir die 7 Barbaren. Wir könnten natürlich die Combo noch erweitern. Ich glaube, wir holen uns wenigstens noch einen mit dazu. So, was machen wir jetzt hier? Ich würde die Charges mal nehmen. Hier die Kobolde für die Goldlager. Hat man auch gerade wieder den Doppelangriff gesehen. Wäre es jetzt, wenn wir die Barbaren chargen? Das ist gar nicht so schlecht, dann machen wir das auch. Achter Combo Barbaren. So, und hier nehmen wir dann noch die beiden Kobolde. Okay, das ist schwierig, ich würde die 8 Kobolde nehmen. Wir haben ja doch recht viele Goldlager auch immer wieder. So, dann nehmen wir hier die Magier. Dann kriegen wir auch gleich noch einen Refill. Hier würde ich. Na gut, es kommt immer drauf an, wie die Prinzen stehen, ne? Würde ich sagen, nehmen wir trotzdem die Prinzen. Gut, die Kobolde würden auf die Goldlager gehen, aber dann sterben uns halt auch hier vorne die Einheiten weg. Wir können natürlich vielleicht auch einen Feuerball nehmen. Schwierig. Oder wir nehmen die Barbaren, dann können wir vielleicht verhindern, dass so viele Einheiten sterben. Es ist nämlich nur ein Prinz gestorben. Damit kann ich leben. Was würde denn ein Feuerball machen? Na gut. Ich glaube also, dann nehmen wir lieber die Kobolde einmal.
Und dann hier jetzt vielleicht nochmal einzelnen Kobold hinterher. Die Einheiten werden sehr knapp. Ich hoffe, der Würfel ist gut jetzt. Na gut. 6 Magier. Hier könnte man vielleicht vorher schon mal einen Feuerball darauf setzen. Oh, ich wollte erst gucken, was passiert. Hab mich den verdrückt. Egal, nehmen wir die Rocket. Na gut, die Magie. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es irgendwie geht. Aber hier vorne vielleicht nochmal ein Feuerball. Oder wir lassen die Magier rein. Dann haben wir die Mauern schon mal kaputt. Dann können wir auch die Prinzen einsetzen. Gut, die bringen nicht sehr viel. Dann vielleicht vorweg ein Feuerball hier hinten drauf. Und jetzt die Prinzen. Bringt wenigstens schon mal ein bisschen mehr. Oh. Jetzt habe ich echt nicht so wirklich aufgepasst. Ich hatte gehofft, dass noch ein paar mehr Einheiten überleben. Ja gut. Dann haben wir jetzt noch 3 Rockets. Aber dummerweise 4 Gebäude. Ja gut, das war jetzt nicht so gut, muss man tatsächlich sagen. Wir sind auf Platz 14. Gut, am Ende des Tages ist es auch nicht so schlimm, weil aufsteigen werden wir sowieso nicht mehr. Und absteigen auch nicht. Also wir verbleiben in Silber 3 diese Woche. Nächste Woche können wir uns dann zum Ziel setzen, aufzusteigen. Davon ist jetzt nicht so schlimm. Aber am Ende war ich jetzt doch irgendwie ein bisschen überrascht, dass es doch so schnell ging. Da hatte ich nicht so gut aufgepasst. Aber naja, so ist es. Das war es dann trotzdem erstmal für heute. Lasst ein Abo und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal.